Also in Elmshorn werden wir gewissermaßen so eine Art Lokalmatadoren sein. Ich zähle Tommy da einfach auch nochmal zu, obwohl der jetzt mittlerweile in Köln trainiert und studiert. Da werden wir alle drei antreten. Tommy ist schon qualifiziert für die Weltmeisterschaften und für die restlichen Voltigierer wird das eine kleine Art Generalprobe, denke ich, sein für die WM, die ja dieses Jahr ansteht, wo alle schon ganz aufgeregt sind, außer ich natürlich. Ja, also das heißt, wir werden da auf jeden Fall zukünftige Weltmeister in Elmshorn voltigieren sehen. Besonders an dem Turnier ist auf jeden Fall noch der Namenssponsor, der uns natürlich besonders verbindet, weil wir schon eine langjährige Partnerschaft mit den Itzhoer Versicherungen pflegen. Von daher stehen wir da natürlich besonders hinter dem Wettkampf. Und mich persönlich verbindet damit außerdem noch mein unvergesslicher deutscher Meistertitel 2014. Also das ist eigentlich so richtig medientauglich vielleicht, aber uns, glaube ich, uns drei Brüdern ist immer besonders wichtig, dass die Haare vorher gut sitzen. Sonst haben wir manchmal Sorge, dass das nicht gut klappt mit dem Voltigieren. Außerdem, wenn es ein bisschen kribbelig wird vor dem Wettkampf, haben wir eigentlich immer einen Fußball für Notfall dabei.